Susul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4. Heute geht's weiter mit unserer WG und meine Begrüßung klang gerade komisch. Auf jeden Fall, und gestern hatten wir ja noch die erste Baufolge von der Kindertagesstätte. Ich hoffe, das ist jetzt in der richtigen Reihenfolge in der Playlist, da müsste ich nochmal gucken. Und deswegen, das hatte ich dann nochmal vorgezogen, weil mir das wichtiger war, weil das Video halt gefehlt hat. Und ich wollte es eigentlich an einem Tag extra mit hochladen, aber es hat sich dann gestern doch ergeben, dass ich es so hochgeladen habe. Und heute geht's mit unserer WG weiter. Ja. Wie sieht's denn mit den Bedürfnissen aus? Okay, da hat jemand auf jeden Fall Durst. Als erstes würde ich sagen, nachdenklich duschen, weil du gleich auch noch arbeiten musst, bin ich der Meinung. Ja, um 14 Uhr, also ich bin gar nicht so schlecht dran. Und dann gehst du bitte zu Milena und fragst sie, obwohl, nee, sie muss auch arbeiten. Dann frag doch bitte diesen Touristen hier, diesen gut aussehenden Typen, ob du ihn zu einem Ausgeben wegen Trank nötigen kannst. Denn das wäre wichtig. Oh Gott, ich beschleunige schon wieder. Ich kann doch dann in der Zwischenzeit was mit dir machen. So, dann üb doch mal bitte mixen. Und ja, danke, danke. Wir sind gerne in der Gruppe drin, ne? So. Klar, spül einmal. Die Hose ist hässlich. Ich glaube, ich habe die selbst ausgesucht, aber die ist hässlich. Oh je. Gut. Okay, dann war sie auch auf Toilette. Und jetzt noch ganz wichtig, was trinken. Dann nimm hier. Nimm ihn. Nötige ihn zu einem ausgiebigen Trank. Hi! Darf ich dich zu einem ausgiebigen Trank... Ah, verdammt, sie kann ja gar nicht an der Sonne bleiben. Oh Gott, das habe ich total vergessen. Na los, geh weg! Okay, dann müssen wir was anderes machen. Dann müssen wir jetzt nämlich mal kurz die Milena ausnutzen. Obwohl, ja, dann geht's zur Arbeit, weißt du, dann geht's zur Arbeit und wenn du wiederkommst, dann können wir was mit dir anfangen. Dann schicke ich dich draußen auf die Straße, das funktioniert dann irgendwie. So, okay. Viel Spaß dir auf der Arbeit und du übst Mixen und das sieht horrormäßig aus. Sie ist selbstsicher. Reizender Rührer. Okay. Wir könnten ja auch noch ein bisschen tanzen üben, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm. Können wir auch gleich machen. Und jetzt steht er hier drin. Oh. Vor allem im Stadtplan, der Tourist im Wohnhaus. Das finde ich cool. Das ist lustig. Okay. Hm, naja, dann üb noch ein bisschen auf jeden Fall. Denn ich möchte dich ja an der Spitze sehen. Moment. Oh, oh Gott. So. Wir müssen ja immer die Wände hinmachen, wenn wir ein bisschen zugucken. Wir wollen ja in der Wohnung drin sein. Auf Augenhöhe. Okay, wir sind ein Tick zu hoch für Augenhöhe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein. Quatsch, natürlich nicht. Auf jeden Fall, ja, ja, das war gewollt, das war gewollt. Die Eiswürfe sollten in meinem Rücken, mir am Rücken runterlaufen. Huch! Finde ich zu geil. Also das gefällt mir aus One Sims, wisst ihr? Da fällt dann mal der Kopf auf den Tisch, da fällt dann mal der Becher auf den Kopf. Da fällt einfach mal das Essen auf den Boden und man isst es trotzdem noch. Beim Gasherd verbrennt das Essen nicht, wenn es auf die Platten fällt. Ja, ja, das ist schon schön. So. Oh, wenn man immer rausgeht, dann sieht man die Wände nicht. Okay, es dauert noch eine Weile. Ich will ehrlich gesagt, dass sie gerade diesen Emote los wird, weil dann könnten wir sie nochmal unter die Dusche schicken und inspiriert werden lassen.
Dann mach doch in der Zwischenzeit einfach mal ein Nickerchen. Da beschleunigen wir jetzt einmal, weil wenn sie im Bett liegt, dann geht die Zeit sowieso einen Tick schneller voran. Dann ist sie A ein bisschen fitter für die Arbeit. Da. No. Sie muss nämlich jetzt zur Arbeit. Und 24 Stunden. Hä? Ach so, 19 Uhr, okay. So, und jetzt geh doch bitte nochmal duschen. Oh Gott, tut mir leid. Ah, muss dich noch richtig aufsetzen. Jetzt geh doch bitte nochmal nachdenklich duschen. Das hilft dir nämlich auf dem Job. Denn wenn wir nachdenklich duschen, kriegen wir die Emote inspiriert. Und jetzt können wir nochmal mixen üben. Na komm, na komm. Ach ja, sie muss zur Arbeit. Verdammt! Warum hat sie keinen Urlaub? 9 Tage. Okay, wir wissen Bescheid. Also wir können auch mal einen Tag krank machen. Also ich meine, wir sind natürlich krank dann, aber. Oh! Immer dieses Waschbecken. Wirklich. 609 und ein Urlaubstag. Wow. Sie macht richtig Fortschritt. So. Jetzt müssen wir nochmal. Eben hatte keiner Bock auf sie. Jetzt können wir hier in die Nacht. Und jetzt. Oh Gott, der da. Der mag uns sowieso schon nicht. Dann hier. Hallo. Hi. Na. Oh Gott, dieser Typ ist voll komisch. Da oben ist unsere Wohnung. Das sieht einfach zu cool aus. Also, ich bin überzeugt. Wer noch? So. Das war wirklich super leckeres Plasma. Ich komme auf jeden Fall zurück. Ah, geil! Ich komme auf jeden Fall zurück. Ich möchte ja noch einen zweiten Schluck oder dich ganz leer trinken. Hey, aber mach dir nichts draus. So, in Müll. Und jetzt ist die Stimmung inspiriert wieder weg. Dann machen wir das nämlich jetzt anders, weil ich nicht nochmal duschen gehe. Konzentration, da, Inspirationstrank. Ach ja, heute ist alles auf die Inspiration ausgelegt. Ich will heute mal wirklich was erreichen. Und will deswegen nochmal Klavier und Gitarre üben. Und, oh Gott, mach die Musik mal aus. So, und jetzt gehen wir nämlich nochmal hier hin und üben Klavier. Oh Gott, ich will immer auf Beschleunigen klicken. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was heute mit mir los ist. Ich will vermutlich einfach, dass heute noch schön viel passiert. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Okay, das ist also der Fußüberweg. Da kann sie nicht rüberlaufen. Okay. Ist ja für einen Vampir egal, aber okay. Wir brauchen mal irgendwas, damit sie schneller ist. Vielleicht dieses schnelle Rennen da, wisst ihr? Okay, wie schnell geht denn die Fähigkeit hoch? Ich sehe schon das. 1% oder so? Ist da bestimmt schon. 2%. Nee, Arun, das ist mir egal. Du hast auch nie auf uns gehört. Dann höre ich heute auch mal auch nicht auf dich. Ja, geh doch weg. Was weiß ich, geh heulen. Ruf die Hausverwaltung an. Habe ich auch schon gemacht. Die machen nichts. Oh, ich bin gerade richtig gemein zu ihm. Okay, aber sie ist fast. Sie braucht ja wirklich noch dieses Level. Deswegen will ich sie jetzt eigentlich dazu nötigen, das zu tun. Bam, 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 bam. Also ich würde mir ja wünschen, dass es noch ein normales Klavier gibt, wisst ihr? Also wir haben jetzt ein Keyboard, wir haben einen Flügel. Aber so ein Klavier, was halt so groß ist, aber halt ein Klavier. Das klingt halt noch total. Das hat auch ein Pedal, das klingt ein bisschen schöner. Sagt der Klavierspieler, der schlecht im Klavierspielen ist, aber seit 6 Jahren Klavier, 7 Jahren Klavier spielt. Ja, ich spiele seit 7 Jahren Klavier. Ist ein bisschen länger. Und wie viel ist er jetzt? Er, sie, es bei 15%. Ja, sie macht richtig Fortschritte, ihr seht es. Ihr seht es. Das ist also unsere abendliche Klavierstunden sind das. Huch, oh Gott, ich wollte sie doch anstarren. Ich wollte sie doch mal ein bisschen beobachten, nochmal. Endliche Klavierstunden. Do re mi fa sol la ti do.
Irgendwie geht das doch. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Du, ich kann's nicht. Tonleitern konnte ich nie. Ich habe auch nie gesungen. Ich mochte singen nicht. Tanzen finde ich noch ganz cool. Wenn ich ganz ich meine natürlich, wenn ich Spaß haben möchte oder so, dann macht mir das schon Spaß. Also mir macht das definitiv Spaß, Klavier zu spielen, zu tanzen. Ich mache ja auch noch anderen Sport oder habe mal anderen Sport gemacht und hat mir immer gefallen. Okay, gut. Wir nehmen mal wieder ein bisschen Abstand. Ja, sie ist jetzt bei einem Viertel, also das dauert noch ein bisschen. Das wird sie jetzt jeden Abend so lang machen müssen, so 2 Stunden. Oder wie viel sind es jetzt? Ja, also 30%. Ich würde sagen, wir lassen sie auf jeden Fall bis zur Hälfte noch ein bisschen was tun und beobachten mal, ob Arun noch im Flur ist. Okay, das gesuchte Objekt ist nicht mehr im Flur. Wir können ja mal gucken. Also ich liebe ja die Aussicht. Schaut euch das an. Sieht das nicht toll aus? Hier an die Brücke. Mit dem Zug und den Autos. Wow. Werbung für den neuesten Rechner. Ist er mich irgendwie an Samsung? Aber die sind ja, glaube ich, auch offizielle Partner. Also Electronic Arts und Samsung sind ja... Das könnte auch noch ein Wohnhaus sein, so vom Ding her irgendwie. Die da hinten nicht mehr, die sind so unscharf. Aber die hier vorne, das könnten noch Wohnhäuser sein. Ja, alles. Definitiv. Selbst das da vorne sieht noch halbwegs realistisch aus. Also vom Ding her, ja. Wir müssen uns auch nochmal entscheiden, ob wir lieber im reichen Viertel oder im Modeviertel wohnen wollen. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich schaue mir es auf jeden Fall an. Und dann gucken wir mal. Ich hatte ja eigentlich gesagt, wir wollen jetzt Modeviertel. Aber wenn jetzt alle sagt, oh Gott, nein, Modeviertel. Ich will lieber ins reiche Viertel. Dann können wir das auch so machen. Also ihr müsst nur Bescheid sagen, dann versuche ich da ein bisschen zu drehen und zu richten und so. Ihr wisst Bescheid. Okay, ich glaube aber, ja, 45%, na komm, 46, noch 5%. Dann sind wir für heute Abend durch. Sie hat 3 Stunden geübt, morgen nochmal 3 Stunden, naja, übermorgen. Und dann ist sie ihr Level up. Und bei der Gitarre könnten wir auch noch was machen, also... Aber wann kommt denn Milena nach Hause? Die ist nämlich todmüde. 2 Uhr. Ja, darauf warten wir jetzt auf jeden Fall noch. Denn die kommt jetzt ja gleich. Und jetzt müsste sie... Hat sie? Na komm. 50? 49, komm! Ja, 50! Naja, aber Milena kommt jetzt ja. Dann können wir sie weiter üben lassen. Beziehungsweise dann hören wir jetzt mal auf. Ich wollte eigentlich weitermachen, aber wir hören mal auf. Und wir könnten ja nochmal üben... Gitarre zu spielen. Allerdings, erstmal müssen wir üben, da zur Inspiration zupfen. Und du, oh Gott, geh schnell ins Bett. Geh schlafen, geh einfach. Also sie zupft nur zur Inspiration, das klingt schon toll. Bam. Na, 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 na. Das klingt toll. Oh Gott. Sie verscherzt es sicher mit den meisten Menschen. Die meisten Menschen mögen sie alle nicht. Sprössling, ja. Sie ist ein kleiner Vampir. Ich hoffe, sie verbrennt uns nicht in der Sonne. Bam, 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 bam. Ich gucke auf jeden Fall nach, ab wann man ein Lied schreiben kann. Und wenn es 8 ist, dann ziehe ich die Gitarrenfähigkeit vor. Und dann werden wir auf jeden Fall erstmal Gitarre üben. Ja. Okay, aber das reicht jetzt auch erstmal. Ich würde sagen, Milena, hau dich auch nochmal hin. Du musst ein bisschen deine Vampirenergie wieder rausholen. Und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Beziehungsweise, ja, morgen beim Bauen. Und habt einen guten Start in die Woche. Lasst euch überraschen, was diese Woche noch auf diesem Kanal kommt. Denn es kommt noch was Neues. Und da freue ich mich schon total drauf. Also,
Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.